Herzlich willkommen zu diesem Autorenspezial vom Bücherblog Wissensdurstige Menschen, die anders denken. Die ziehen wir an und zwar heute vor allen Dingen mit dem neuen Autor Ralf Gunzmann und seinem Buch Frei. Herzlich willkommen, Ralf. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mit mir zusammen dieses Interview hältst. Du lebst in Köln, ich in Landsberg am Lech und deshalb haben wir jetzt diese Variante gewählt, über online dieses Interview zu führen und ich finde das mega, mega gut. Einen herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Dabeisein und ja, am besten erzählst du gleich mal selbst zu deinem Buch Frei. Erstmal, Bianca, danke ich dir für die Zusammenkunft, wunderbar. Und das Buch ist eigentlich entstanden, nachdem sich die Person die Vorstellung von Ralf aufgelöst hat. Gleichzeitig die Vorstellung von Ralf auf sich aufgelöst hat, entstand das Buch. Also es geschah einfach ohne einen Hintergrund, ohne was zu müssen, ohne einen Anlass, hat es sich einfach entwickelt. Das ist sehr spannend. Und als der Ralf sich scheinbar auflöste, hat er dann den Hintergrund, dass es vorher den Ralf gab? Oder wie? Das war der Traum. Der Traum, den der scheinbare Ralf gelebt hat. Aber der Traum selber ist auch schon Freiheit und Einheit, gelebte Einheit. Da gibt's, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied. Alles, was geschieht, ist gelebte Einheit. Aber natürlich war der Ralf auf den Punkt bringen. Ich bin raus. Komm wieder rein. Siehst du? Ich habe keine Wahl. Witzig. Keine Wahl. Pupp, raus. Entspann dich. Wir machen einfach nochmal von vorne. Schneid vorne weg. Was schneidest du weg? Jetzt alles. Echt? Da war doch so okay. Repeat. War doch okay. Fandst du blöd? Doch, klar. Aber ich will dir nur sagen, mach dich frei. Sorry. Ist gut. Ja, aber das, genau das ist es, was geschieht. Das Einzige, was ist. Bei dir erscheint genau das. Auch ja, vielleicht lasse ich es auch drin. Auch Bianca hat keine Wahl, mach dich frei zu sagen. Vollkommen. Das ist es. Das Einzige, was ist. Das ist das, was geschieht. So einfach ist es manchmal, ne? Frei sein. Natürlich sitzt hier niemand, natürlich sitzt hier keine Person, die frei sein könnte. Das ist der Traum. Okay. Das ist der Traum, dass hier jemand sitzen könnte, der frei sein könnte. Das ist, damit fängt es schon an, das ist der Traum. Aber auch als Person selber den Weg zu gehen, zu wollen, sich zu befreien, ist halt auch der Traum. Und gleichzeitig wird die ganze Geschichte gelebt von Einheit. Es ist, und das ist das Wunder, beides ist schon frei. Mhm. Ob du als Person oder als Echtperson, das spielt keine Rolle. Mhm. Ja, also das ist dann so das Prinzip, befülle dieses sowohl als auch und nicht entweder oder. Also ich hatte da erst gestern eine sehr interessante Diskussion mit einer guten Freundin von mir. An dieser Stelle sei herzlich gegrüßt, meine Liebe. Die hat, ich sage jetzt mal so, ein bisschen was Unkonventionelles gemacht. Und auf jeden Fall war es so, dass wir dann zum Schluss bei dieser Diskussion dazu gekommen sind, dass auch sowohl als auch gilt. Also es ist nicht nur Gleiches um Gleiches gesellt sich gern, sondern es ist auch Gegensätze stoßen sich ab. Ja? Also was ist es sowohl als auch? Es ist immer beides. Es ist nie nur eins. So, es gilt, und es ist so ein Paradoxon vom Universum, das triffst du immer wieder. Ich kann, wie gesagt, einen Menschen aufgrund meiner Resonanz anziehen und gleichzeitig, boom, auch abstoßen. Weißt du, was ich meine? Also du weißt bestimmt, was ich meine. Aber ich muss sagen, grundsätzlich die Dinge, die sind ja dann scheinbar. Es gibt die Dinge ja weiter, diesen Baum, auch wenn die Person sich auflöst. Bei mir ging es einfach mit einem, das ist nichts Dramatisches, Großartiges. Für niemanden.
wenn sich die Person auflöst, ist ja niemand mehr da, der großartig irgendwas erleben könnte. Es ist ja für niemanden letztendlich. Und trotzdem ist es natürlich rund und ist schwer. Es ist Freiheit. Genau, Freiheit. Und scheinbar sage ich, den Baum gibt es ja weiter, nur geschichtslos, ohne etwas. Also normalerweise, wenn ich als Person durch den Wald gehe, bewerte ich den Baum. Grün ja. und so weiter. Und das ist die Geschichte. Bricht die Vorstellung von Personen weg, ist da nur scheinbar was. Man geschieht Bewertung für niemanden. Sondern wenn ich würde bewerten, wird es verpuffen. Es ist kein Andocken mehr, keine Verhaftung. Würdest du? Also ganz kurz, also die Freiheit ist ja einer meiner absolut größten Werte. Insofern hat mich dein Buch natürlich so angesprungen und ich habe es gelesen und ich finde es klasse, deswegen sitzt mir hier. Und natürlich auch bei der Gelegenheit nochmal die absolute klare Kaufempfehlung, meine Leute. Ja. Und jetzt gehen wir aber zurück kurz zu dem Baum und so noch ein bisschen so einer anderen Theorie. Ist es dann so, wie wenn du aus der Matrix austrittst? Also kann man das so vielleicht ein bisschen formulieren? Also es ist, weißt du, dass jetzt gehen wir natürlich schon ganz schön, das ist dickes Kino, ich weiß schon. Nee, das ist wunderbar. Apropos Matrix ist eine tolle Serie, das ist was anderes. Wunderbar. Ja. Aber schon, ich konnte ja nie aus der Matrix austreten, weil es sie eigentlich nie gab. Das ist ja das Verrückte. Das Verrückte ist, es ist schon alles eins. Das ist jetzt der Traum. Es müsste eine Matrix da sein, weil das Ich die ganze Zeit in solchen Konstrukten halt lebt. Das es kennt nichts anderes, aber grundsätzlich gab es nie eine Matrix. Also gehst du quasi noch einen Schritt weiter und du sagst, selbst die Matrix ist eine Illusion. Natürlich. Das ist der Traum. Das Einzige, was ist, sind wir beide. Mehr gibt es nicht. Im Moment. Nur ich gerade. Genau. Keine Matrix, kein Morgen, kein Reich, kein Arm, keine sonst was. Ich liebe dich und all dieser Kram. Nur wir beide sitzen hier und führen Gespräch. Mehr gibt es nicht. Das ist alles. Und das ist die Essenz. Das ist alles. Das ist das Wunder. Und das Ich möchte natürlich immer in Bewegung sein. Wohin? Aber morgen, dann werde ich es schaffen. Oder gestern oder reich. Und die Praxis muss gut laufen. Und die Matrix. Aber das Einzige, was ist, ist das. Also ist es im Prinzip Achtsamkeit, also Schulung oder Bewusstseinsschulung und dieses Achtsam, den Moment leben im absoluten Hier und Jetzt. Und no matter what happened und no matter what will come. So, es ist nur, also willst du das an dieser Zeitachse festmachen oder ist für dich selbst die Zeitachse Illusion? Also, dass du sagst, Illusion. Auch Zeit ebenfalls. Hat es nie gegeben. Nie. Welche Zeit? Natürlich okay. ist die Zeit praktisch, wenn ich jetzt mit jemandem Kaffee trinken gehe um 3 Uhr nachmittags und gucke auf die Uhr, ist es sehr, sehr scheinbar sehr praktisch, um 3 Uhr anzukommen. Aber grundsätzlich ist die Zeit eine Illusion. Das ist einfach eine Illusion, ein gemachtes Konstrukt von irgendwas. Also ich empfinde die Zeit oft einfach nur so, dass ich, wie soll ich sagen, in diesem Raum-Zeit-Kontinuum, also es wird ein Ort und eine Zeit vereinbart und dass man quasi sich willentlich verabreden kann, aber man könnte sich genauso auch nicht willentlich verabreden, wie es ja auch ganz oft im Leben passiert. Und man begegnet sich einfach. Und das sind natürlich ebenso schöne und eigentlich noch die viel schöneren Geschenke. Meistens. Wenn man sich eben nicht verabredet im Raum-Zeit-Kontinuum, sondern einfach sich begegnet und einfach die Dinge entstehen lässt. Dann bist du ja nicht mehr in der Illusion, dass du die Zeit kontrollieren könntest, ja, irgendwas schneller oder langsamer machen könntest. Das ist ja alles extrem subjektiv. Aber ist ja immer noch eine Person da, die die Illusion hat, da zu sein und dort zu sein. Das ist ja sekundär. Hier ist ja niemand, der eine Illusion hat, das und dies und jenes und Zeit. Es ist einfach das, was ist. Wir beide. Mehr gibt's nicht.
keine Illusion, kein Gestern, keine Zeit, kein Jetzt. Wir beide. Das ist alles. Ja. Was soll ich da, jetzt sagen, ne? Okay. Aber auch was du jetzt sagen willst, ist schon gelebte Einheit in sich selber. Das ist ja nicht richtig und nicht falsch dran. Deine Sache ist genauso so wahr wie meine. Das ist alles gelebte Einheit. Ich habe hier nicht recht. Absolut nicht. Mhm. Genauso wie du nicht. Wir sind gerade, wir werden also gesagt, ist alles gelebte Einheit. Es spielt keine Rolle. Letztendlich. Und das ist Wunder. Also so würdest du eher sagen, also wie die Varianten oder wie die Variationen, also dass die Einheit sich eben in jeder, also in jedem neu ausdrückt. Und es ist. Bitte? Es ist. Genau, also einfach. Es ist, so. Ja. Okay, dann ja, dann. Beginne ich es zu begreifen? Ja, es ist auch nicht zu begreifen. Das Ich wird das nicht begreifen können. Weil das Ich bleibt in ihrem Kosmos. Das Ich wird immer, es ist ja die Geschichte, es ist nicht zu begreifen. Es ist nicht möglich. Mhm. Ne? Das ist nicht möglich. Es ist so gesagt, sind das gewisse Parallelwelten. Das war jetzt eine Geschichte, die nebeneinander laufen. Da ist das Ich und hier ist ist die Einheit mehr oder weniger. Ne? Und im Grunde ist es eins. Aber das Ich kann nicht dahin gehen und es begreifen. Es löst sich auf und da gibt es vielleicht für eine Sekunde ein Erkennen für niemanden danach. Eine Sekunde. Und dann für niemanden. Nutzt ja niemand was, wenn keiner da ist. Glücklich sein und alles spielt keine Rolle mehr. Mhm. Das darf geschehen, aber... Also dann würde es ja eher so sein, dass die Einheit quasi sich selbst erkennt. Ist. Ist schon ja, immer. Also in diesem, also in, dass dieser... Nee, dieser ist schon immer. Das hört sich so, als ob da tatsächlich zwei wären, sind scheinbar. Nein. Ja, also in diesem Sein, also dieses Sein, was die Einheit dann sozusagen tut, ist sich permanent erkennen. Also das ist ihr Wesen, das ist ihre Essenz. Es bedarf kein Erkennen, weil schon alles ist. Ja, aber das ist ja, also nur für diesen Moment, wo du gesagt hast, so dieses Ah. Okay. So, und dieser Moment, der passiert ja immer. Also dann ist es ja die Essenz, die Einheit erkennt sich quasi permanent und das ist ihr Wesen, das ist ihre Essenz. Erlebt sich durch dich, genau. Du bist der Ausdruck von Einheit jetzt, genau was bei dir geschieht. Und du hast da keine Wahl, es geschieht. Ohne es tut zu von der liebenswerten Bianca. Da scheinen die Dinge, sie hat keine Wahl, kann nicht ausweisen, was geschieht. Das ist alles. Eine Katastrophe für sie. Ja. Normal, ja. ja, normalerweise eine Katastrophe, würde ich normalerweise es ist. Mhm. Letztendlich will ja jeder frei sein, es zu verlieren. Aber wie der scheinbare Ralf noch da war als Person, hat er Höllenangst gehabt, um das Ich zu verlieren. Was passiert denn da? Mhm. Dahin. Ja. Kann ich noch einkaufen gehen? Kann ich normal putzen gehen? Ein Drama. Mal mache ich noch meine Kunst. Und das Wunder ist, löst sich die Person auf, läuft alles genauso weiter wie vorher. Mhm. Nur scheinbar und ohne Ralf. Wunderbar, könnte man sagen. Mhm. Eigentlich fehlen da auch die Wörter für niemanden. Das hat ja keine Bedeutung mehr, ob schlecht oder gut oder sonst was ist. Mhm. Aber, wenn ich jetzt das ist einfach Freiheit. Mhm. Da würde ich aber gerne noch mal drauf eingehen. Also der Ralf, den es vorher gab, der sich scheinbar... Bitte? Scheinbar. Den scheinbar vorher gab, genau. Wie ging es dir damals? Ich komme ja schon sprachlich an meine Grenzen, ja, wie soll ich denn das formulieren?
Also, Verzeihung für die Zuschauer, ja, aber also es ist wirklich hier... Nein, das ist das, was geschieht. Wunderbar. Mhm. Auch mit Verzeihung okay. Und an die Grenze kommen. Das ist das, was geschieht. Hier gibt es kein Schuldig und kein Richtig. Wunderbar. Das ist der Ausdruck von Einheit. Die Bianca genauso. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist das Einzige, was ist. Das ist es, Bianca. Genauso. Und hier. Mehr nicht. Aber der scheinbare Ralf lebte halt in der Vorstellung, der Ralf zu sein. In der Vorstellung, wenn du das schaffst und das schaffst und dies schaffst und jenes schaffst, hast du das. Wenn du das und das nicht, dann hast du das nicht. Und jetzt entfällt das einfach. Es geschieht. Leben geschieht. Ohne Ralf. Mhm. Mhm. Man könnte sagen, es hört sich aber in einer Geschichte an, es ist leicht. Leicht. Einfach leicht. Aber für niemanden. Für niemanden. Hochspannend. Hochspannend. Erübrigt sich natürlich auch so Fragen, wie bist du denn jetzt erleuchtet oder so, weil es ist ja keiner mehr da, der erleuchtet sein kann. Genau, also, null. Das ist alles. So, ja, also ich wollte es nur noch mal jetzt mit der Vollständigkeit halber mit ansprechen. So, okay. Ach, bist du herrlich. Bist du herrlich. Ja, ich finde das schön, wenn du lachst. Wunderbar. Weiter. Okay. Also es kann ja keiner erleuchtet sein, weil es ist null. Ja scheinbar. Das ist ja Traum, dass man irgendwo hin könnte, okay. Erleuchtet sein und dann wie eine leuchtende Primel über Wasser gehen kann. Das ist alles Humbug. Ja, also aber du weißt ja selbst, ne, das ist für viele ganz, ganz wichtig, weil sie versuchen, in diesen Zustand zu kommen oder sich da auf die Fahne geschrieben haben, das will ich erreichen oder wie auch immer oder daran arbeiten oder zurück ins Licht wollen oder ja, du weißt ja selbst, ne? Also da gibt es ja auch mannigfaltige Varianten davon. Deswegen war das einfach so ein Bedürfnis. Ich habe gedacht, ich sag das jetzt mal so. So gesagt läuft das Ich immer dieser leckeren Möhre hinterher, Erleuchtung, sein Leben lang. Genau. Aber es kennt nichts anderes. Es kann nicht anders. Mhm. Außer in dieser Energie zu leben und dieser Dualität. Es kennt nichts anderes. Das ist nicht falsch. Ja. Nur hinterher zu laufen. Und das Verrückte ist, genau das ist schon Ausdruck von Einheit. Das ist schon Freiheit. Der Möhre hinterherlaufen. Das ist es. Das ist es. Ja, das finde ich gut. Ich mag also eine Bildsprache, mag ich sehr gerne. Man könnte, wir können uns alle der Möhre hinterherlaufen. Wir sind schon frei. Vollkommen egal. Ja, aber wir sind auch frei, wenn der Möhre hinterher rennt. Genau. So. Es ist schon gelebte Einheit, der Möhre hinterher zu laufen. Am besten noch ein bisschen Honig drauf auf die Möhre. Okay, so, dann jetzt noch eine Sache mit der gefühlten und gelebten Einheit und ein Satz, der mich sehr schockiert hat. Okay. In dem Buch auch über deine Haltung zur Meditation. Okay. So. Da sagt mein Ich, Schocking. Schocking. Ja, also ich habe über die Hälfte meines Lebens damit zugebracht, zu meditieren und in sämtlichen Trance-Welten und Varianten zu leben. Also völlig egal, ob das Andersweltreisen sind, ob das Trance-Reisen sind. Ich habe ja auch die Hypnose studiert. In allen Varianten, also ich kann sagen, ich beschäftige mich eigentlich die Hälfte meines Lebens mit Trance und Trance-Arbeit. Ich habe auch in der Kindheit immer eine Form von Trance gelebt. Eigentlich bin ich Trance-Expertin, wenn man so sagen will. Und dann kommst du jetzt um die Ecke, so. Und ich war, was tut er denn? Ja. So, Meditation. Sag doch mal selbst, ich krieg's ja kaum über die Lippen, sag doch mal selbst, was du über Meditation denkst. Ja, Meditation bin ich genauso so nah an die Erleuchtung wie auf dem Klo zu sitzen. Also es ist schon, aber den Satz fand ich einfach schön, auch von dem lieben, ich habe den Namen vergessen, dieses Magazin rausbringt und sich aufs Klo setzt. Ich mag den Humor. Aber letztendlich findet Meditation statt. Mhm. Und das ist das, was ist. Nicht richtig und nicht falsch. Es wird dich aber nicht näher bringen an irgendein Erwachen oder auch nicht näher und auch nicht weiter weg. Es kann natürlich Erwachen
hat keine Bedingung. Hat keine Bedingung, ob du meditierst, ob du Fußball spielst, ob du jetzt 300 Jahre schweigst. Es gibt keine Bedingung fürs Erwachen. Natürlich kannst du sitzen und meditieren, auf einmal machst du, wow. Aber das ist nicht die Bedingung. Es bringt dich nicht näher. Und genauso ist Meditation genauso richtig wie alles andere auch. Und nicht falsch. Beides. Gelebte Einheit. Mhm. Also, ich fand nur diesen Satz wunderbar. Ich brauch den nicht mehr. Wann bist du wunderbar? Wie ja, gesagt, shocking, Ralf. Ja, da pfiff mir eh schon der Wind um die Ohren von vielen. Ja. Ja, das ist gut, na klar. Aber ich bin zumindest schon so weit, dass ich das stehen lassen kann, dass ich sagen kann, deine Wahrheit, meine Wahrheit, whatever you want. Ja, also bitte, Ralf, lebe, was du möchtest. Sei frei, ich bin es auch. Und ich bin auch deswegen frei, weil ich mich eben nicht mehr so schockiere. Also ich bin natürlich schon schockiert, aber grundsätzlich kannst ja du tun und lassen, was du willst, solange du niemandem schadest, alles wunderbar. So. Lebe wild und frei. Aber das Einzige, was ist, genau, sind wir beide. Das ist es hier. Kein frei wild, kein gestern, kein morgen, keine Meditation. Das. Okay, also ich übe noch. Ralf, ich bin noch eine Person und ich mag meine Person im Gegensatz zu viel. Nein, by the way, im Gegensatz zu viel meiner Klienten, die mögen sich nicht. Die kommen dann zu mir, weil sie mit ihrer Person große Probleme haben. Davon kannst du ja auch ein Lied singen. Du hast ja auch in deinem Leben schon das ein oder andere mitgemacht. Wie der scheinbar Ralf noch da war, ja. Genau, magst du dazu noch was sagen? Nee. Ja, ist ja nicht das Thema vom Buch. Ja, aber hätte vielleicht auch dem einen oder anderen helfen können, so sich wieder zu entdecken. Okay, dass ich jetzt auch 8-9 Jahre Therapie gemacht habe, Gestalttherapie. Das Gute war aber an der Zum Therapie. Zum Beispiel. Also, das Gute beim Jürgen Kramp, den ich loben muss, wenn hier einer in Köln zuguckt, unbedingt zu Jürgen Kramp. Der Jürgen Kramp ist ein hervorragender Gestalttherapeut, also erste Liga. Auch superweise für anderen. Und er bringt, da bin ich auf die Spiritualität gekommen, Spiritualität mit rein, wenn du dafür offen bist. Okay. Und da ist das Wissen hervorragend. Das hat aber natürlich nichts mit Erwachen zu tun, ob du jetzt Bücher liest. Du kannst 100 Bücher lesen, da passiert nichts. Du kannst einmal die Bravo lesen, da macht's Klick. Das hat damit nichts zu tun. Wie gesagt. Aber die für mich als scheinbare Person war das in der Zeit hilfreich, diese Beidgleisigkeit zu fahren. Mhm. Gestalten dann hin und her zu switchen, auf die Sexualität und in die Gestalttherapie. Ja. Ja, zu der also, Zeit, ganz toll. Im Prinzip ist das auch wiederum quasi dann die Illusion, die dich da dorthin bringt, scheinbar, weil die dich da ja nichts hinbringen kann, weil das ja schon ist. Richtig? Komme ich jetzt langsam in die Spur? Also begreife ich jetzt? Also, ja. Ja, es ist, ja. Es ist. Okay. Du brauchst gar nicht in die Spur kommen, weil du schon. Siehst du? Der böse Ralf. Du bist schon, du brauchst nicht zu kommen. Das ist es ja. Das ist das Wunderbare. Das Ich hat natürlich die Vorstellung, immer wohin zu müssen. So lebt es. Das ist ganz normal. In die Spur kommen. Nein, das Einzige, was ist, ist das. Und du bist. Aber das ist normal. Das ist nichts Falsches. Aber so funktioniert es. Verrückt, ne? Und im Grunde ist es sowas von einfach, weil mehr als das gibt es nicht. Also vom Gefühl her, ich bin ja jetzt auf der weiblichen Seite zu Hause und da sind die Gefühle wichtig. Also ich habe das schon hin und wieder in der Meditation auch, dass ich mich so scheinbar auflöse und bin. Das ist aber, wie soll ich sagen, das sind so kurze Momente.
Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie da stundenlang sitze und so. Ja, ist ja möglich. Es gibt ja ein Switchen, das für eine Zeit, dass ich sich verschwindet, aber dann wiederkommt. Das haben ja einige Menschen. Das ist einfach. Und dann. Oh! Ja, oh! Oh. Okay. Und wenn scheinbar Erwachen geschieht, bleibst du einfach nur da dem. Und das war's. Aber welches Ich wünscht sich schon zu sterben? Eigentlich keiner. Deswegen. Und dann gibt es halt ein Zwitschen, das sind viele so hin und her. Okay. So eine Art Tiefschlaf. Du gehst rüber, wie du gerade gesagt hast. Du bist in deiner Meditation, wunderbar. Und gehst rein und hast diesen. Genau. Und das ist, wenn die Bianca nicht da ist, ist das einfach so. Genau so. Nichts. Nichts ist schon zu viel gesagt. Das ist so komisch. Habe ich auch in meinem Buch verwendet. Aber im Grunde will ich vom Nichts wegkommen. Das ist schon so. Es ist Lebendigkeit. Es ist die Essenz. Essenz, Lebendigkeit, das war's. Lebendigkeit. Und so zwitschen manche. Ne? Mal länger, und es gibt auch, die kann auch sein, dass du mal länger zwitscht und drüben bleibst und wieder zurück und dass vielleicht das Ich dann irgendwie tatsächlich auflöst. Aber da hast du natürlich keinen Einfluss drauf. Ist ja klar, das geschieht oder geschieht nicht. Spielt auch keine Rolle. Ja, ich kann es auch nicht geschehen lassen oder ich kann es auch nicht zulassen. Oder ich, also, keine Wahl. Also, du hast keine Wahl, Bianca. So. Nein, nein, du hast keine Wahl. Okay, gut. Dann lasse ich es und habe dafür auch keine Wahl. Auf jeden Fall hochspannend. Wunderbar, genau. Da hast du auch keine Wahl zu sagen, dann lasse ich es. Dann geschieht. Dann lasse also ich komme dem nicht näher, weil es ist. Und hier frei. Ich danke dir, Bianca. Wunderbar. Ich danke euch auch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war ein Autorenspezial von Bianca Angela Maria, dem Bücherblog für wissenslustige Menschen, die anders denken. Falls auch du inspiriert bist von diesem wunderbaren Video, von diesem wunderbaren Interview, dann gerne Fanpage liken, YouTube-Kanal abonnieren. Und bleib mit uns in Verbindung. Wir freuen uns sehr auf deine Kommentare. Und wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.